Die Ferien mit jemand verbringen, den man erst noch kennenlernen muss? Das Schweizer Kinderhilfswerk Covive vermittelt sozial benachteiligten Kindern Ferien bei Gastfamilien. Familie Nägele-Wille hat Cedric aus Deutschland aufgenommen. Also bei uns ist es so gewesen, dass mein Onkel eigentlich das Interesse hatte, zum Gastkind aufzunehmen. Er aber den Katzika hat und uns von dem erzählt hat und der Beat und ich dann einfach gesagt haben, ja gut, eigentlich ist es eine gute Sache und wir haben dort mal noch kein Kind. Ich arbeite im sozialen Bereich und habe Zika für das und habe gesagt, mal, das machen wir. Das war vor 4 Jahren und inzwischen durfte Cedric jeweils für 3 Wochen in den Sommerferien nach Triesen kommen. Der Cedric ist gekommen, als er 7 war, ist er das erste Mal zu uns gekommen. Es ist natürlich, man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Es kann sein, dass das Kind brutal Heimweh hat oder nicht, aber Cedric war sehr ein offener junger Bub. Es ist halt auch eine Herausforderung, oder? Dass man dann wirklich ein Kind hat, auf das man aufpassen muss, wo man die Verantwortung hat dafür, um das Kind auch anzunehmen, wie es ist, und sehr immer viel gelernt dabei. Viel gelernt hat auch Cedric, zum Beispiel, wo der Müll ist, was wohl kaum einer seiner Schulkollegen wissen dürfte. Der Müll. Wo ist die? In Österreich. Ich weiß nicht, ob das drauf ist. Wir waren noch mal in der Valuna. Ah, in der Valuna, genau, in Malur steht. Wo ist das? In Steen. Also ich komme aus dem Ruhrgebiet, im Westen von Deutschland. Also ich finde zum einen, die Stadt hier ist viel schöner und hier kann man viel mehr machen. Und halt, ich habe hier auch eine Ferienschwester und ich finde das ganz toll. Cedrics geliebte Ferienschwester heißt Saskia. Also sie ist sehr liebenswert, also man kann schnell ihr Herz gewinnen und also ich finde sie sehr toll und halt ich... Hab selber eigentlich zu Hause im Ruhrgebiet keine Schwester und halt, das finde ich ganz toll. Immer wenn der Cedric gefreut hat, wieder auch etwas, wenn wir seine Alpen Mario nehmen, man hat ihn fast nicht aus seinen Bahnen rausgebracht, oder er ist wieder gerne auf Italien und hat sich wieder darauf gefreut, aus anderen können wir nicht wieder mal dort hingehen und ja, einfach, wenn er sich freut und schöne Ferien gehabt hat, ich glaube, das ist das Highlight vom Ganzen. Die Bilanz, es waren schöne Ferien für alle. Für Saskia, für Cedric und für die Gasteltern. Es ist schön zu sehen, wir haben einem Kind die Möglichkeit gegeben, hier schöne Ferien zu erleben. Und wenn man die Rückmeldung bekommt, dass es mir wirklich gefällt.